Hallo und herzlich willkommen zu einer kurzen Folge von Bellreich. Es begrüßt euch Milena und schön, dass ihr mit dabei seid. In dieser Folge nur kurz und knapp, wie man an das erste Wasser kommt hier in diesem Spiel und wie man das dann transportieren kann. Als allererstes muss man am Forschungstisch die Schlammgrube erforschen. Sobald man das getan hat, bekommt man den Wassersammler freigeschaltet. Um den dann wiederum zu bauen, benötigt man eine Stelle, an der man Lehm bekommt. Dort in der Nähe sollte man dann die Schlammgrube auch bauen. Eine der ersten... Moment, hier ist Herrn Dehn. Eine der ersten Stellen, wo man Lehm finden kann, ist dann direkt hier vorne, in der Nähe von Herndehn. Oder noch ein Stückchen weiter im Süden. Da sind auch nochmal zwei Lehmvorkommen, je nachdem. Drei sogar. Ach, hier ist die ganze Wiese voll einfach mit Lehm. Oder hier noch in der Nähe von dem See oder hier auf der Wiese. Also hier in dem ersten Gebiet kann man davon einiges bekommen. Da ich hier meine Siedlung aufgebaut habe, habe ich dann natürlich direkt den hier genommen. Da müssen die nicht so weit hin und her laufen. Hat man den Wassersammler dann fertig gebaut, muss man noch warten, bis es geregnet hat. Erst dann sammelt sich halt dort auch Wasser drinne. Und das kann man dann einfach rausnehmen, wie alle anderen Sachen auch. Also man benötigt kein Eimer oder so, nachdem ich auch erstmal gesucht habe. Sondern kann sich das einfach ins Inventar packen. Aber Vorsicht, man kann es nirgendwo ablegen, außer hier auch wieder in dem Wassersammler. Also auch am besten nur so viel mitnehmen, wie viel man braucht. Und eine Sache habe ich noch vergessen. Um dann an der Schlammgrube Lehm abbauen zu können oder abbauen lassen zu können, muss man sich eine Schaufel herstellen. Diese schaltet man auch mit der Schlammgrube frei. Und diese wird dann an der einfachen Werkbank gefertigt. Okay, das soll es dann auch schon gewesen sein. Ich werde mich hier von euch verabschieden. Hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Schreibt mir gerne etwas in die Kommentare. Ein Däumchen, wenn Träumchen. Und tschö mit Ö.